Horrorkabinett. Dies ist eine lange Geschichte, jedoch eine, welche du zuvor noch nicht gehört haben wirst. Dies ist eine Geschichte über einen Ort, welcher auf einem Berg zu finden ist. Ein Ort, an dem böse Dinge geschehen. Und du magst denken, du wüsstest von diesen bösen Dingen. Du magst für dich entscheiden, du hättest letzten Endes alles ergründet. Aber das hast du nicht. Denn die Wahrheit enthüllt etwas, übler als Ungeheuer und Menschen. Von unterm Frühlingsbaum daher, da blickt ein Mann recht fürchterlich. Absteig ich empor oder mach Verkehr, das gleiche Schicksal erwartet mich. Guten Morgen. Die Worte verklangen und ich wachte erschrocken auf. Jimmy Prescott lehnte neben der Tür an der Wand mit einem gleichzeitig amüsiertem und verärgertem Blick. Oh, Mist, es tut mir leid, Mr. Prescott. Ich hab sie nicht hereinkommen hören. Weißt du, ich habe hier ebenfalls gearbeitet, als ich jung war. Ich habe genau aus diesem Grund eine Klingel an der Tür angebracht, doch sie scheint dich nicht geweckt zu haben. Ich murmelte eine weitere Entschuldigung und schob nebenbei einen Stapel Visitenkarten vor mir gerade. Lange Nacht gehabt? Ein bisschen. Sehr spät. Ich hoffe mal, du hast dich nicht mit den anderen Minderjährigen bei den Lagerfeuern betrunken. Nein, Sir. Doch. Gut, wie auch immer. Ich bin lediglich für ein Mittagessen hereingekommen. Ich nehme das... das Parmesanhähnchen mit Avocado im Roggenbrot. Ja, Sir. Froh über das Ende der Unterhaltung ging ich zur Sandwich-Theke und entpackte das Brot. Jimmy Prescott schritt von der Theke zurück und betrachtete die Bilder an der Wand, auch wenn er sie bereits tausendmal zuvor angeschaut hatte. Die meisten der Fotos zeigten die Prescott-Familie im letzten Jahrhundert. Ich war immer der Meinung, dass dies eine seltsame Dekoration darstellte. Aber immerhin war der Laden ja auch nach ihnen benannt. Ist Mira zugegen? Fragte Prescott, während ich sein Sandwich einpackte. Sie ist hinten. Ach, ich dachte, sie wäre noch in St. Louis. Gut. Würdest du sie bitte zu mir bringen, wenn du fertig bist? Scheiße. Ja, Sir. Ich überreichte ihm sein Sandwich und begab mich in den hinteren Bereich, um Mira zu suchen. Sie befand sich im Büro, wo sie wild auf den Tasten des Buchhaltungsrechners tippte. Mira? Jimmy Prescott wartet vorne im Laden. Er möchte mit dir reden. Sie wendete mir den Kopf zu und blickte mich unsicher an. Hat er gesagt, über was? Ich schüttelte den Kopf. Okay. Du kannst für heute nach Hause gehen, Sam. Aber bist du dir ganz sicher? Ich hatte eigentlich noch 3 Stunden übrig. Er war bis heute der einzige Kunde. Keine Sorge, ich bezahle dich für einen gesamten Tag. Vielen Dank, Mira. Na dann, viel Glück, würde ich mal sagen. Ich nickte ihr wohlwollend zu und sie tätschelte meinen Arm. Ich weiß nicht, wie sie es bewerkstelligte. Sie war mit Sicherheit die meistbelastete und gestresste Frau in ganz Drisking und dennoch schaffte sie es, immer so unglaublich nett zu sein. In ihr lag eine tiefe Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit, welche sie perfekt verbergen konnte. Ich verließ das Geschäft durch die Hintertür, so dass ich Jimmy Prescott kein weiteres Mal sehen musste. Seine gelblich-bernsteinfarbigen Augen ließen mir immer einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen. Des Weiteren war er ein absoluter Arsch. Ich stieg in meinen Wagen und schrieb Kyle, dass ich mit der Arbeit fertig war. Seine Antwort folgte unmittelbar und er sagte mir, ich solle vorbeikommen. Freudig zog ich mir die Schürze über den Kopf und legte den Rückwärtsgang ein. Crystal Lake war in ganz Drisking mein Lieblingsplatz. Ich musste fast eine ganze Meile weit entfernt parken, da der See so überlaufen war. Nach einiger Zeit entdeckte ich Kyle und Kimber auf einem steinernen Vorsprung, welcher über den Strand ragte. Kimber nahm ein Sonnenbad in ihrem blauen Blumenbikini und Kyle hatte seine »Niemand sieht, wo ich hinschaue« Sonnenbrille aufgesetzt. »Was habe ich verpasst?«,
fragte ich und nahm neben Kimber Platz. Nicht viel, antwortete sie, während sie sich streckte und aufrecht setzte. Nur das Bier. Sie griff in die Kühltruhe hinter ihr und versuchte mir eine Blue Moon zu reichen. Nein. Hast du vielleicht eine Kopfschmerztablette? Oh, nein, gab Kimber zurück und zog ihre Tut-mir-leid-Schnute. Okay, dann nehme ich einfach die Sonnenbrille. Ich streckte die Hand zu Kyle aus, welcher mich entsetzt anstarrte. Was? Nein, leck mich am Arsch! Ach, komm schon, Kyle. Gib ihm die Brille. Sam konnte im Gegensatz zu uns seinen Kater nicht ausschlafen. Ich lächelte Kyle an, welcher die Lippen verzog. Wir beide wussten ganz genau, was ich vorhatte. Kimber streichelte Kyles Arm ermutigend. Bitte. Na gut, sagte er und schob seine Blue Blockers zu mir herüber. Ich setzte die Brille auf und drehte den Kopf, um die Mädchen am Strand zu beobachten. Phoebe Dranger, das dunkelhaarige Mädchen von damals, lag dort auf einem Handtuch neben ihrer Freundin Rundgesicht und kicherte. Es erschien mir immer noch seltsam, die beiden ohne Hochnase zu sehen. Die drei waren unzertrennlich und hatten zusammen so reibungslos funktioniert wie ein Uhrwerk, bis Christy sich eines Tages in irgendeinen College-Jungen verliebte und mit ihm durchbrannte. Also, wieso konntest du eigentlich eher von der Arbeit los? Prescott ist vorbeigekommen. Oh, er macht mich total wahnsinnig. Er gafft mir nach seit der 5. Klasse oder so. Wenn er dich das nächste Mal anschaut, sag Bescheid und ich werde die Scheiße aus ihm rausprügeln. Kyle hatte schon immer Kimbers Beschützer gespielt. Doch seit die beiden in einer Beziehung waren, wurde das Ganze noch 10-fach unerträglicher. Kimber zwinkerte ihm zu. Was wollte er denn, Sam? Er hat mit Miwa gesprochen. Wahrscheinlich über den Sandwichladen. Du meinst darüber, dass niemand mehr dorthin geht und dass der Laden bereits vor Jahren hätte dicht machen sollen, was er jedoch nicht tut, weil die Prescotts stur und eitel sind? Ja, wahrscheinlich. Immerhin sah sie sehr besorgt aus. Ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Sandwiches ich im letzten Monat verkauft habe. Autsch. Ja, ich bin sicher, dass er sie zusammenfaltet. Ich kann diesen Typen wirklich nicht leiden. Ich stellte mir vor, wie dieser eklige, gelbäugige Freak die süße, zierliche Miwa gerade anbrüllte. Und es brachte mein Blut zum Kochen. Du hättest deinen Vater kennenlernen sollen. Das war ein echter Kerl. Sein Vater? Ja, Tom Prescott. Die Familie hat ihn in ein Altersheim ein paar Städte weiter verbannt. Warum ist er in einem Heim? Ich habe gehört, dass er dement wurde und anfing, die Familie in der Öffentlichkeit zu blamieren. Das habe ich auch gehört. Ich habe Tom Prescott immer gut leiden können. Es war ziemlich beschissen von ihm. Hey, Leute. Wir drehten uns gleichzeitig herum, um Phil Saunders aus den Büschen hinter uns treten zu sehen. Dicht gefolgt von Mike Sutton. Hier hängen also die coolen Kids ab. Weit oben über dem Königreich auf dem Felsen der Hochmütigen. Was geht, Mike? Fragte Kyle, Phil ignorierend, welchen er nicht mehr leiden konnte, seit dieser einmal kurz mit Kimber ausgegangen war. Phil waren Kyles Gefühle entweder unbekannt oder sie interessierten ihn nicht. Natürlich könnte das auch daran gelegen haben, dass Phil die meiste Zeit so breit war, dass er sich nicht einmal selbst spürte. Und auch dieses Mal bildete keine Ausnahme. Sie ließen sich neben uns nieder und Mike bot mir seine Pfeife an. Willst du mal ziehen? Ich hätte nur zu gern mal daran gezogen. Ich hob meine Hand, um danach zu greifen, doch Phil schlug meine Hand fort. Pass auf, Freundchen, du willst doch nicht den Sohn des Sheriffs heim machen! Verdammt nochmal, Mike! Mike nickte verstehend und versteckte seine Pfeife wieder in der Tasche. Ich blickte ihn finster an. Echt jetzt? Tut mir leid, Sammy. Scheiße, der einzige Grund, warum ich überhaupt in deiner Nähe rauche, ist, dass heute der Todestag meiner Cousine ist und da ist mir alles andere egal. Deine Cousine Hannah? Genau. Seit 5 Jahren ist sie nicht mehr unter uns. Zu viele Leute verschwinden in diesen Wäldern, Mann. Uff. Erklärte Mike eine Rauchwolke ausstoßend. Ja, Mann. Weißt du, manchmal, wenn ich high bin, kann ich sie alle sehen. Und dann fühle ich mich so, als hätte ich die Antwort auf das Rätsel gefunden. Als ob ich so kurz davor stünde. Es ist nur etwas, das ich nicht erkennen kann. Als ob alles Puzzleteile wären und ich kann in meinen Gedanken das fertige Puzzle sehen, aber erkenne das Bild darauf nicht. Verstehst du, wie ich's meine? Du bist verdammt breit, Saunders. Das sind wir alle, Mann. Das sind wir alle.
Jeder in dieser Stadt trinkt dieses beschissene Kool-Aid. Kimber zog eine Augenbraue nach oben, aber blieb still. Alle außer die, die tot sind. Ich kann sehen, wie sie aussahen, bevor sie vom Erdboden verschluckt wurden. Oder nennt man es Grundboden? Scheiße, ich hab keine Ahnung. Sprach Mike in die Leere vor seinem Gesicht hinein. Ja, ich sehe all diese Leute. Hannah, Paige, Jason Medley. Verdammt. Ich kann sogar deine Schwester sehen, Walker. Kyle, welcher, so wie ich ihn kannte, das gesamte Gespräch in Erwartung dieser Aussage mitverfolgt hatte, sprang auf und öffnete den Mund, um Phil anzuschreien. Doch Mike kam ihn in die Quere. Nein, Whitney Walker ist doch nach St. Louis weggerannt. Erinnerst du dich nicht? Ich sah, wie Kyle und Kimber einen kurzen Blick austauschten, während ich hinter den Blue Blockers versuchte, passiv zu bleiben. Ist das wahr, Mann? Fragte mich Phil. Und da hatte ich den Salat. Ich wusste, dass Kyle und Kimber sich schon immer gewundert hatten, wie ich über Whitney dachte. Und ob ich jemals die offizielle Erklärung akzeptiert hatte, dass sie und Jay zusammen durchgebrannt seien. Sie waren jedoch höflich genug, es nie in meiner Gegenwart anzusprechen. Aber dennoch war ich mir sicher, dass sie meine Meinung über den Vorfall interessierte. Sie beide waren mir so wichtig und ich wollte mit ihnen darüber sprechen. Doch ich konnte einfach nicht. Jeder dachte, ich hätte die letzten 7 Jahre in stiller Trauer gelebt und die Angelegenheit hinter mir gelassen. Zumindest war dies das Bild, welches ich allen versucht hatte zu vermitteln. Die Wahrheit jedoch war, dass ich Whitney niemals aufgegeben hatte. Ich wartete jahrelang darauf, dass Jay sich in den sozialen Netzwerken zeigen würde. Und dass ich ihn tatsächlich letztes Jahr fand, zerschmetterte mich. Insgeheim hatte ich gehofft, dass der offizielle Bericht doch wahr gewesen sei. Und dass Whitney nun irgendwo weit weg von hier ein fröhliches Leben mit Jay Bauer führte. Doch seine MySpace-Seite zeigte lediglich einen heranwachsenden Teenager. Immer noch bei seinen Eltern lebend, mit einer Ex-Freundin Whitney, welche das Allerfernste in seinem Kopf war. Als ich meinem Vater die Beweise vorlegte, las er die gedruckten Seiten, schloss sich dann in seinem Büro ein und ließ mich auf der anderen Seite stehen. Ich hörte ihn mehrere Stunden hinter verschlossener Tür weinen, während ich darauf wartete, dass er den Fall neu aufrollen und dem Polizeidezernat das Versagen nachweisen würde. Doch die Gerechtigkeit kam nicht, und wir erwähnten Jay Bauer niemals wieder. Aus welchem Grund auch immer hatte ich Kyle und Kimber niemals von irgendeinem dieser Dinge erzählt. Vielleicht, weil ich befürchtete, dass sie es ebenso abtun würden wie mein Vater. Vielleicht aber auch, und mit größerer Wahrscheinlichkeit, weil ich einfach nicht wollte, dass sie erfuhren, wie besessen ich von Boruska und den Skintman geworden bin. Ich wusste, genauso sicher wie morgen die Sonne aufgehen würde, genauso sicher war Whitney an diesem Ort gestorben. Ebenso wie all die anderen, welche am Drillingsbaum ihr Schicksal ereilt hatte. Plötzlich war ich mir der 4 Paar Augen bewusst, welche mich anstarrten. Ja, das stimmt. Sie ist mit diesem Jay aus unserer Heimatstadt durchgebrannt. Alles klar, Jungs, jetzt ernsthaft. Er ist der Sohn des Sheriffs. Was glaubt ihr, wird passieren, wenn man ihn mit Gras erwischt? Der Kleine hat recht. Phil, lass uns verschwinden. Ich brauche nicht noch mehr Stress mit dem Bullen hier. Sehen uns, Walker. Kimber, Kleiner. Phil stand auf, klopfte seine Hose ab und sprang vom Felsen hinab in den Sand des Strandes. Der aufgewirbelte Sand flog durch die Luft und landete auf einer Gruppe von Neuntklässlerinnen, welche herumkreischten und ihn als rücksichtsloses Arschloch beschimpften. Phil tippte an seinen nicht vorhandenen Hut und schlenderte nach einem anerkennenden Ladies von dannen. Mike folgte ihm nach unten. Während ich den beiden über den Strand hinterher schaute, bemerkte ich die Unterhaltung, welche sich hinter mir abspielte. Ich habe nicht gesagt, dass ich gehen möchte. Ich habe gesagt, ich muss jetzt gehen. Es ist erst 2 Uhr und es ist Sonntag. Ich weiß. Aber meine Eltern haben in letzter Zeit viel Streit und ich möchte meine Mutter nicht zu lange alleine lassen. Ich dachte, es würde ihr bereits besser gehen. Ein wenig. Aber sie ist immer noch deprimiert, Kyle. Willst du über die Nacht bei mir bleiben? Ich glaube einfach. Ich denke, ich bin noch nicht dafür bereit. Was? Nein, warte, das habe ich nicht gemeint. Ich kann noch auf dem Ausklappbett im Keller schlafen und du schläfst in meinem Zimmer. Eine peinliche Stille folgte. Meine Eltern mögen dich, weißt du? Ich weiß. Ich möchte einfach jetzt für meine Mutter da sein. Aber vielen Dank, Schatz.
Und dann das absolut anwidernde Geräusch meiner besten Freunde, welche sich küssten. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Nebenbei. Ich bin auch hier. Ich stand auf und schenkte den beiden einen beschämenden Blick. Ach komm schon, Sam, sei nicht neidisch. Wir werden für dich auch eines Tages eine Freundin finden. Dabei brauche ich ganz sicher nicht eure Hilfe, murmelte ich zum Strand hinabschauend, wo Emmeline Adler in der Sonne badete. Wir sehen uns morgen. Letzte Schulwoche! Gott sei Dank. Morgen war der letzte Montag des Schuljahres und obwohl ich hätte dankbar sein sollen, dass die 10. Klasse nun endete, war ich ganz und gar nicht froh. Die Sommerferien bedeuteten noch weniger Ablenkung für mich, noch mehr Zeit zum Nachdenken und noch viel mehr Stunden der Langeweile bei Prescott Sandwiches. Doch diesen Tag sah ich aus einem ganz anderen Grund nicht sehr freudig entgegen. Zusätzlich dazu, dass es ein Montag war, war es nämlich auch noch der allgemeine Schulschwänztag für Zehntklässler. Mein Vater hatte dies natürlich einige Wochen zuvor aufgeschnappt und mich verpflichtet, ein gutes Exempel zu statuieren und in die Schule zu gehen. Manchmal hasste ich es, der Sohn eines Polizisten zu sein. Kimber und Kyle waren so mitfühlend, mir anzubieten, mein Leid mit mir zu teilen. Ein Angebot, welches ich natürlich dankbar annahm. Ganz zu Kyles Enttäuschung. Wie ich bereits erwartet hatte, fing mein Vater mich ab, als ich nach Hause kam. Wir tauschten uns in einer kurzen, erzwungenen Konversation über unseren Tag aus. Dann kam er endlich zum Punkt. Denk daran, Sammy. Wir gehen dieses Jahr hart gegen die Schulschwänzer vor. Ich möchte dich morgen in der Schule sehen. Ja, ich hab's kapiert, Dad. Und ich hoffe, dass ich Kyle auch keinen Strafzettel ausstellen muss. Es ist bloß eine Tradition. Sogar die Lehrer ermutigen einen in gewisser Weise dazu. Am Freitag haben sie gesagt... Es interessiert mich nicht, was sie gesagt haben, Sam. Neben dem Fakt, dass ich der Sheriff bin, bin ich außerdem auch noch dein Vater und möchte, dass mein Sohn in die Schule geht. Ich lachte und schüttelte mit dem Kopf. Was für ein Witz. Ich kann nicht bestimmen, was Kyle tut. Das mag sein, aber du kannst bestimmen, was du tust. Ich sagte nichts und mein Vater seufzte. Es ist fast geschafft, Sam. Geh einfach die letzten 5 Tage in die Schule und danach hast du sie für mehrere Monate vom Hals. Gut. Ich verließ die Küche und brachte das Gespräch damit zu einem abrupten Ende. Ich stieg die Treppe hinauf und ging an Whitneys Tür vorbei. Das Licht hinter der Tür war an und Stille herrschte. Meine Mutter war wieder dort drin. Sie war immer dort und tat weiß Gott was. Ich ging in mein Zimmer, schloss die Tür hinter mir und drehte den Schlüssel herum. Der nächste Tag in der Schule war sogar noch unangenehmer als erwartet. Es gab nur wenige andere Schüler, welche nicht schwänzten. Vielleicht insgesamt 10 in unserer Klasse. Die Blicke, welche sie mir entgegenwarfen, ließen mich ahnen, dass mein Vater der Grund für ihre Anwesenheit war. Kimber, als die großartige Freundin, welche sie war, besuchte fröhlich alle ihre Kurse, als wäre es ein ganz normaler Tag. Kyle besuchte zusammen mit mir alle meine Kurse. Die Lehrer, welche sich allesamt auf einem leichten Tag eingestellt hatten, hätte es nicht weniger interessieren können. Kurz vor der Mittagspause kam ein Beamter vorbei und sammelte Kopien aller Anwesenheitslisten ein. Mein Vater hatte es wirklich ernst gemeint mit seinem Vorgehen gegen die Schulschwänzer. Ich würde mir den gesamten Sommer lang die Scheiße von allen anhören müssen. In der Pause begab ich mich mit Kyle hinaus zu meinem Auto, um zu rauchen. Normalerweise genossen wir die Deckung mehrerer großer Pickup-Trucks. Doch heute standen wir auf einem freien Feld und waren verwundbar. Ich parkte das Auto hinten in einer dunklen Ecke des Parkplatzes und Kyle holte seine Bong heraus. Hast du Kimber geschrieben? Fragte ich, als er einen Zug nahm. Yep, sagte er durch zusammengepresste Lippen, während er den Rauch in der Lunge behielt und ihn dann über mein Armaturenbrett blies. Sie ist nach der 4. Stunde nach Hause gegangen. Sie hat erzählt, dass ihre Mutter angerufen hat und dass sie sich um sie kümmern muss. Ich weiß nicht, Mann. Hasst ihre Mutter dich nicht? Fragte ich, während ich die Pfeife für meinen Zug entgegennahm. Ja, ich meine, das ist alles zwar eine ganz neue Entwicklung, seit wir zusammen sind, aber
Ich bin sehr sicher, dass sie mich schon immer gehasst hat und es vorher nur besser verbergen konnte. Jetzt, wo sie so depressiv und was weiß ich ist, geht es ihr am Arsch vorbei. Es war schwer, sich vorzustellen, dass irgendjemand Kyle hassen könnte. Warum kümmert sich Kimbas Vater nicht um sie? Keine Ahnung. Ich nahm einen weiteren Zug. Hey Mann, lass uns nicht zurück in den Unterricht gehen. Meinst du? Ja, ich meine, du hast schon 4 Stunden durchgehalten. Du warst ein guter Sohn. Und Officer Schwanzarsch ist schon vorbeigekommen, um die Listen mitzunehmen. Schwanzarsch? Wirklich? Du hast mehr drauf, Mann. Officer Arschschwanz? Du bist verdammt breit, Kyle. Im Ernst, lass uns abhauen. Ich dachte eine Sekunde darüber nach. Kyle hatte recht. Ich hatte meine Pflichten als Sohn erfüllt und so hätte ich noch genug Zeit, um vor der Arbeit beim GameStop reinzuschauen. Ach, scheiß drauf. Ich startete den Motor. Kyle setzte sich aufrecht in den Sitz und kurbelte das Fenster runter, um den Rauch hinauszulassen. Hey, kannst du mich vielleicht bei Kimber absetzen? Klar, aber wie kommst du nach Hause? Kannst du mich nach der Arbeit abholen? Was, wenn ihre Mutter dich wieder rausschmeißt? Es war nur einmal. Warum kann ich dich nicht bei dir rauslassen und du, keine Ahnung, nimmst deinen Wagen? Braucht erst neue Reifen. Neue Reifen? Natürlich. Was Kyle eigentlich sagen wollte, war, dass sein Versicherungsschutz ausgelaufen war und er sowieso kein Geld für das Benzin hatte. Er hatte das Auto letzten Sommer gekauft, nachdem er für ein halbes Jahr Doppelschichten im Kiosk geschoben hatte. Das Auto war okay, recht neu. Aber ich wusste, dass er es lediglich gekauft hatte, um Kimber zu beeindrucken. Eine Tatsache, welche er vehement leugnete. Hatte es funktioniert? Meiner Meinung nach nicht. Sie kamen im Herbst zusammen und Kyle kündigte seinen Job, um mehr Zeit mit ihr verbringen zu können. Kimber schien nicht die Art von Mädchen zu sein, welche sich von einem Pontiac Boonwill beeindrucken ließ. Doch Kyle war überzeugt, dass er sie mit dem Auto gewonnen hatte. Ich denke, dass der Wagen ihm lediglich das Selbstbewusstsein verliehen hatte, sie auf ein Date einzuladen. Und nun, da seine Rolle in der Romanze vorüber war, stand er in der Garage der Landys und sammelte Staub statt Erinnerungen. GameStop hatte nicht, wonach ich suchte, ebenso wie Drisking Games and Media. Da ich sonst nichts zu tun hatte, entschied ich mich früher bei der Arbeit zu erscheinen und hoffte, dass Mira mich auch früher gehen lassen würde. Ich parkte vor dem Gebäude und trat durch die Tür, wenig überrascht, die Theke unbesetzt vorzufinden. Insgesamt gab es nur 3 Angestellte, welche im Laden arbeiteten, und leider bot sich mir nie die Gelegenheit, das andere Mädchen, Emmeline, zu sehen, da sie genau an den Tagen arbeitete, an welchen ich nicht im Plan stand. Dies enttäuschte mich sehr, da sie eigentlich der halbe Grund für meine Bewerbung gewesen war. Ich betrat den hinteren Bereich, um Mira Bescheid zu geben, dass ich da sei, und fand sie über ihrem Schreibtisch auf einem Stapel von Unterlagen zusammengesackt. Dies war kein ungewöhnlicher Anblick, aber irgendetwas schien diesmal anders zu sein. Ich wollte mich umdrehen und schnell verschwinden, doch bevor ich den ersten Schritt machen konnte, hob sie den Kopf und blickte mich an. Ich sah, dass ich tatsächlich besser hätte verschwinden sollen, als ich in das tränenüberströmte Gesicht der weinenden Mira blickte. Ist bei dir... Es tut mir leid. Entschuldigung. Ist es schon 4 Uhr? Nein, es ist erst 2.15 Uhr. Ich dachte nur, vielleicht, wenn ich eher komme... Oh ja, genau, es ist ja Schulschwänztag. Sie wischte sich ein weiteres Mal mit der Hand über die Augen, woraufhin sich diese sofort wieder mit Tränen füllten. Ich versteh's nicht, Sam. Das Geschäft hängt schon in den roten Zahlen, seit ich angestellt wurde. Was mache ich falsch? Ich, weiß nicht. Der Drang zu verschwinden war größer denn je. Niemand kommt hier hin. Nie. Und Mr. Prescott lässt mich keine Werbeschilder aufstellen. Er meint, sie seien unansehnlich. Aber... wie soll ich seiner Meinung nach sonst die Kunden in den Laden bekommen? Ich brauche diesen Job, Sam. Gott, es ist bloß... Ich muss wie ein verängstigtes Reh ausgesehen haben. Denn als Mira mir in die Augen schaute, sammelte sie sich schnell. Geh vorne an die Theke. Und fang schon mit deiner Arbeit an, ja? Ich mache deine Stempelkarte fertig.
Das musste sie mir kein zweites Mal sagen. Ich mochte Miwa sehr und hasste es, sie in solch einer Verfassung zu sehen. An der Theke war die Situation nicht sehr viel besser. Ich konnte Miwas Weinen auch trotz der altmodischen Musik im Laden hören. Es wechselte zwischen einem qualvollen lauten Schluchzen und einem leisen unterdrückten Gewimmer. Nach einer halben Stunde entschied ich mich dazu, ihren Ehemann Owen anzurufen. Er war glücklicherweise zu Hause und nahm den Hörer beim zweiten Klingeln ab. Komme sofort. Ich atmete erleichtert auf, als ich draußen ein Auto vorfahren hörte und sah, wie der große, stämmige Owen daraus ausstieg. Er kam herein, als seine Frau wieder bei der Phase des gedämpften Wimmerns angelangt war. Es tut mir leid, dass ich Sie zu Hause anrufen musste, Mr. Grady. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Das ist schon okay, Sam. Das war das Richtige. Er sah müde aus und ich konnte mir denken, dass dies keine neue Situation für ihn war. Geht es ihr gut? Ich meine, wird sie sich wieder beruhigen? Oh ja. Wir stehen gerade nur eine anstrengende Zeit durch. Ach so. Miwa sagt auch, dass der Laden in den Bankrott gehen würde, sagte ich und verzog das Gesicht, nachdem die Worte meinen Mund verlassen hatten. Das spielt auch eine Rolle. Obwohl ich kaum glaube, dass Jim das zulässt. Owen fuhr sich durch die Haare. Mara ist mir aufgebracht über... Hat sie dir schon von ihren... Terminen erzählt? Nein. Nun, es ist so, dass wir bereits seit Jahren versuchen, ein Baby zu bekommen. Lange, schmerzliche Jahre. Es ist für sie einfach so verdammt wichtig, ein Kind zu haben. Und sie beschuldigt mich für unsere Probleme, weißt du? Er wanderte durch den Raum auf die Bilder starrend und redete gar nicht mehr wirklich mit mir. Ich verstehe, dass es ihr wichtig ist. Ich kann aber diese Besessenheit nicht nachvollziehen, verstehst du? Nur weil sie die Letzte in ihrer Familie ist. Weil sie die letzte McKeskey auf dem Planeten ist. Ich meine, realisiert sie eigentlich, dass unser Baby eben keine McKeskey wäre? Es wäre eine Grady. Ich sag dir, Sam, heirate niemals eine Frau mit einem verrückten Vater und vier toten Onkeln. Sie entwickeln eine Besessenheit mit ihrer Abstammung und... Vier tote Onkel? Hm? Oh ja, die berühmten. Kennst du nicht die vier Brüder, welche in den Drisking-Minen ums Leben gekommen sind? Tja, es blieb nur ihr Vater übrig. Und ihre Eltern konnten nur eine einzige Tochter zeugen. Somit bleibt nur sie als die letzte McKeskey und als einzige Hoffnung für das Familiengeschlecht. Also ist es natürlich meine Schuld. Ich blickte ihn verblüfft an und er seufzte. Tut mir leid, mein Junge. Das sind nicht deine Probleme und sie liegen sowieso ziemlich außerhalb deines Einflusses. Ich bin nur sehr gestresst zurzeit. Unsere Fruchtbarkeitsprobleme auf der einen Seite und dazu noch Maras absolute Abscheu gegen die einzige mögliche Alternative. Das ist... Aber wie sind sie gestorben? Ich wollte dringend über etwas anderes sprechen und die Geschichte über die vier Brüder interessierte mich. Die McKeskey-Jungen? Ich weiß es nicht wirklich, sie sind sowieso irgendwo in den Bergen gestorben. Oh, und, haben Sie schon mal was von den Skinned Men gehört? Skinned Men? Ja. Nein, eigentlich nicht. Was ist mit Borowska? Owen Grady kniff die Augen zusammen und legte die Finger an die Schläfe. Was? Wie soll eine Borowska mit irgendetwas zu tun haben? Owen? Miwas Stimme erklang aus dem Durchgang. Oh, Schatz. Geht es dir gut? Sam hat zu Hause angerufen. Ich mache es. Sicher? Ich habe ihn angerufen. Owen warf mir einen kurzen Blick zu und ich wandte meinen Blick schnell ab. Dies war noch eine Unterhaltung, von welcher ich kein Teil sein wollte. Sam, warum nimmst du dir den Tag nicht frei? Mara und ich werden die Dinge hier regeln. Okay, murmelte ich und flüchtete zur Tür. Als ich in meinem Auto saß und losfuhr, rief ich sogleich Kyle an. Alter, verdammt seltsamer Scheiß geht in dieser Stadt ab. Was ist passiert? Kann ich am Telefon nicht erklären. Wo bist du? Ich bin bei Kimber. Bist du schon fertig mit der Arbeit? Mit bei Kimber meinte Kyle, dass er wieder rausgeschmissen wurde und nun auf dem Bordstein vor dem Haus hockte.
Ja, ich komme und hole euch ab. Als ich mit dem Wagen vorfuhr, kam Kimber gerade aus dem Haus und lief zu uns zum Bordstein. Es tut mir so leid, Kyle. Sie ist heute sehr verärgert und wollte mich nicht mal aus dem Haus lassen, um mich zu dir zu setzen. Ist schon okay. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich möchte nur, dass zwischen dir und deiner Mutter alles okay ist. Da ist alles in Ordnung. Und mein Vater wird gleich zu Hause sein. Schreib uns, wenn er da ist. Dann werden wir dich abholen kommen. Ich wünschte, das ginge. Aber ich muss leider bis 7:30 babysitten. Vielleicht danach? Klar. Kyle und Kimber umarmten sich zum Abschied. Dann huschte sie schnell zurück in das Haus, als es von innen laut krachte. Also, was ist los? Fragte Kyle und nahm einen Schluck von der warmen Dr. Pepper Cola in meinem Getränkehalter. Du trägst übrigens noch deine Schürze, weißt du das? Miwa hatte einen Nervenzusammenbruch, antwortete ich die Schürze abnehmend. Echt? Was ist denn passiert? Ich erzählte Kyle die gesamte Geschichte und legte besonderes Gewicht auf die vier Onkel. Ja, die McCaskies. Von denen habe ich schon gehört. Wusste aber nicht, dass Mira auch eine von ihnen ist. Ich dachte, sie seien alle tot. Ja, sie ist die Letzte. Also, denkst du, dass die toten McCaskies etwas mit den anderen Verschwundenen zu tun haben? Es war schon eine Weile her, dass ich irgendetwas im Zusammenhang mit Boraska erwähnt hatte. Und Kyle verschluckte sich ein wenig an der Cola. Ich weiß nicht, Mann. Vielleicht, falls die Opfer alle ungefähr zur selben Zeit begonnen haben zu verschwinden. Wie kann man das herausfinden? Vielleicht wissen die Bullen etwas. Es muss ja Polizeiberichte geben. Okay, aber was, wenn ich meinen Vater dazu nicht fragen kann? Dann weiß ich auch nicht weiter. Wie wäre es zum Beispiel mit den Aufzeichnungen? Der Geschichtsverein, vielleicht. Ja, genau. Wir können es versuchen. Sie sind drüben auf der zweiten und teilen sich ein Büro mit Driskin Kunst und Antiquitäten. Ich wendete und fuhr zurück in die Stadt. Hey, warum machen wir das? Ich wusste, dass er diese Frage stellen würde. Ich hatte gehofft, selbst mehr Antworten zu haben, bevor ich Kyle eine Antwort geben müsste. Es ist bloß... Whitney. Mehr konnte ich nicht hervorbringen. Kyle fragte nicht weiter. Der Geschichtspräservierungsverein von Driskin befand sich im hinteren Teil des Gebäudes, so dass wir den Antiquitätenladen durchqueren mussten, wobei uns der Besitzer Mr. Dranger argwöhnisch beäugte. Am Ende eines kurzen Flures fanden wir einen kleinen Raum, in welchen zwei Tische aneinander geschoben waren. Der eine war leer, der andere war mit hohen Stapeln von Büchern und Ordnern voll loser Blätter bedeckt. Dahinter hörten wir jemanden auf einer Tastatur tippen. Ich räusperte mich. Hallo? Eine zierliche Frau schaute hinter dem Tisch hervor. Ich erinnerte mich an sie, da sie uns in der 5. Klasse einen Vortrag gehalten hatte. Hallo, wie kann ich euch Jungen helfen? Fragte sie und stand von ihrem Platz auf, um uns zu begrüßen. Ja, ich habe ein paar Fragen zu Driskins Geschichte. Oh, großartig. Ist das für ein Schulbericht? Setzt euch, Jungs. Sie deutete auf den Stuhl am Ende des anderen Tisches. Ich nickte Kyle zu und er setzte sich ein wenig unbehaglich. Genau, es ist für einen Aufsatz, den wir schreiben müssen. Ich glaube, Sie haben vor etwa 5 Jahren einen Vortrag an unserer Schule gehalten. Oh ja, ich halte diesen Vortrag jedes Jahr mit Mr. Prescott. Ja, genau, und es war noch ein anderer Mann dabei, mit einer Glatze. Fügte Kyle hinzu, während er auf den ungemütlichen Holzstuhl umherrutschte. Ja, das war mein Verlobter, Wyatt Dowding. Er ist schon vor einigen Jahren von uns gegangen. Oh. Also, Mrs... Scanlon. Aber nennt mich ruhig Catherine. Catherine. Ich hasste es, Erwachsene beim Vornamen zu nennen. Also, wir würden gerne etwas über die McCaskey-Jungen erfahren. Oh. Ein dunkles Kapitel der Geschichte. Aber dennoch ein Teil davon. Ja. Also, wann genau ist das passiert? Und wie sind sie gestorben? Also, sie sind nicht gestorben. Ich meine, sie sind natürlich in den Minen verloren gegangen, aber ihre Körper konnten nie geborgen werden.
Daher kennen wir keine endgültige Antwort. Dennoch glaube ich, dass Dehydration, Hunger und Erschöpfung sie innerhalb von wenigen Tagen nach ihrem Verschwinden getötet haben. Und zu deiner anderen Frage, das war 1953, wenn ich mich recht entsinne. Und in diesem Jahr wurden die Minen auch geschlossen? Nun, eigentlich wurden die Minen offiziell im folgenden Jahr geschlossen. Es gab eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen der Stadt und der Prescott-Familie, welche die Minen so lange geöffnet lassen wollten, bis man die Brüder geborgen hätte. Die Stadt gewann den Streit und die Minen wurden verriegelt. Warten Sie, warum war das den Prescott so wichtig? Wollt ihr denn nichts aufschreiben? Kyle tippte sich zweimal mit dem Finger an den Schädel. Catherine zuckte mit den Schultern und fuhr fort. Nun ja, die Prescotts waren mit der McKeskey-Familie eng verwandt. Tom Prescott bezahlte Gruppen unbeschäftigter Bergarbeiter dafür, in den Minen nach den Leichen zu suchen. Die Stadt hatte bald genug davon. Der Berg war instabil und man wollte keine weiteren Tote. Die Minen selbst waren bereits Jahre zuvor stillgelegt worden und waren strukturell geschwächt. Nachdem die Stadt also die bezahlten Bergungsteams aus den Minen verbannt hatte, fingen einige Familienmitglieder der Prescotts an, selbst hinabzusteigen. Letztendlich ging es der Stadt zu weit und man sprengte die Minen. Mit Bomben? Naja, mit einem Sprengstoff. Und dies hat dann zu einem Zwischenfall geführt. Zu jener Zeit, als der Minenbetrieb schon seit mehreren Jahren als unprofitabel galt, war die Stadt finanziell so gut wie ruiniert. Es wurde eine unseriöse Firma für die Zerstörung der Minen angeheuert und als man dann die Sprengsätze zündete, zerstörte man aus Versehen das Gestein bis in den Grundwasserspiegel hinein. Die Stadt verschuldete sich bei dem Versuch, das Wasser von den Verunreinigungen durch Schluff und Eisenerz zu befreien. Es dauerte 2 Jahre, bis die Lage sich besserte, was dem Eingreifen der Prescotts geschuldet ist, welche Drisking im wahrsten Sinne des Wortes wiederbelebt haben. Kyles Telefon ertönte und er zog es aus seiner Tasche. Es ist Kimber, sie möchte, dass wir vorbeikommen. Okay, danke schön, Mrs. Gandon. Ich meine Catherine. Bitteschön, wenn ihr noch weitere Fragen habt, kommt einfach vorbei. Wir haben fast den ganzen Tag geöffnet. Oh, oder ihr schreibt mir eine E-Mail. Sie griff in ihre Jackentasche und zog eine alte Visitenkarte hervor. Sie war zerknittert und ein wenig beschmiert. Danke. Also, was denkst du? Fragte Kyle, als wir ins Auto stiegen. Ich weiß nicht. Es ist seltsam, nicht wahr? Ich meine, warum sollten sich die Prescotts einen Dreck um die Stadt scheren, nachdem diese ihnen verbietet, die eigenen Familienmitglieder zu bergen und sogar aktiv gegen sie vorgeht? Vielleicht haben sie vergeben und vergessen? Erscheint dir Jimmy Prescott wie ein Mann des Vergebens und Vergessens? Ah, nein. Und sein Vater ist sogar noch schlimmer. Eben. Vielleicht sollten wir... Hier abbiegen. Sorry, Kimber babysittet noch. Als wir mit dem Auto vorfuhren, saß Kimber draußen im Vorgarten mit 2 kleinen Jungs, welche in der Auffahrt spielten. Sie wiegte ein schlafendes Baby im Arm und winkte uns zu. Wir parkten in der Zufahrt und ließen uns von Kimber die 2 Jungen vorstellen. Beide schenkten uns ein schüchternes Hallo und liefen davon, um ihr Spiel fortzusetzen. Als sie fort waren, erklärten wir Kimber, was geschehen war, während sie das Baby sanft in den Armen schaukelte. Sam hat recht, es macht keinen Sinn. Aber was geht uns eine Geschichte, welche sich schon vor Jahrzehnten ereignet hat, überhaupt an? Whitney, entgegnete Kyle, sodass mir die Antwort erspart blieb. Ein Ausdruck der Überraschung huschte über Kimbers Gesicht. Sie ging zum Laufstall hinüber, um das Baby abzusetzen, kam dann wieder zu mir und nahm mich in einer ihrer tröstenden und ganz und gar nicht peinlichen Umarmungen gefangen. Als sie mich wieder losließ, fing sie an, in der Einfahrt auf- und abzugehen. Okay, also gehen wir davon aus, dass Whitney irgendwie in diese ganzen Angelegenheiten hineingezogen wurde. Und da hast du recht. Wenn wir das durchschauen wollen, dann müssen wir am Anfang beginnen. Sogar Phil hat recht. Jedes Rätsel in dieser Stadt ist Teil eines größeren Puzzles.
Alles hängt zusammen. Sie stoppte und schaute zu uns herüber. Wenn wir antworten wollen, müssen wir zum Ursprung. Ja, das ist keine schlechte Idee. Ich weiß, dass dieser Ursprung gerne in einem Versteck abhängt und sich zusammen mit Ex-Sheriff Clary betrinkt. Nein, Kyle, nicht Jimmy. Sein Vater. Tom? Der ist so senil, dass sie ihn ins Heim gesteckt haben. Aber er kennt die Geschehnisse aus erster Hand, nicht wahr? Jimmy weiß höchstwahrscheinlich nicht halb so viel wie sein Vater. Aber... Während Kyle mit Kimber diskutierte, beobachtete ich die beiden Kinder bei ihrem Spiel. Sie jagten sich gegenseitig um den Baum im Vorgarten. In die Rinde war etwas hineingeritzt, ganz ähnlich den Namen am Amber Cutford. Ich stand jedoch zu weit entfernt, um es zu lesen. Er hat dich, er hat dich! Hörte ich den Jüngeren der Brüder rufen. Der Skintman hat dich, jetzt musst du sterben. Nein, Peter, ich hatte die Hand am Baum. Hattest du nicht, du Lügner. Einer von ihnen hatte dich erwischt und jetzt musst du zum glänzenden Mann. Nein, muss ich nicht. Kimber, Josh schummelt. Ich schauderte und wandte mich von den beiden ab. Also, wo ist dieses Irrenhaus? Unterbrach ich die Diskussion. Es ist kein Irrenhaus, sondern mehr eine Art Sterbeklinik. Einem Gerücht nach, welches ich gehört habe, befindet er sich in einem Heim namens Golden Elm und das ist im Cap Girardon. Das ist etwa 40 Minuten entfernt, sagte Kyle und holte sein Telefon hervor. Ich schaue mal nach den Besucherzeiten für Dienstage. Sam, musst du morgen arbeiten? Ich muss eigentlich jeden Tag arbeiten, aber ich werde mich da herausreden können. Okay, cool. Dann starten wir am besten gleich nach der Schule. Der darauffolgende Tag zog sich ewig dahin, so wie jeder letzte Dienstag des Schuljahres. Die meisten Schüler erzählten davon, wie sie ihren freien Tag verbracht hatten oder wie ein Polizist bei ihnen zu Hause aufgetaucht war, um einen Strafzettel auszustellen, wobei sie mir weniger wohlwollende Blicke zuwarfen. Als die Pausenglocke 3:30 zum letzten Mal ertönte, schnappte ich mir meinen Rucksack und begab mich zu meinem Wagen, wo ich von Kyle und Kimber bereits erwartet wurde. Die Fahrt kostete mehr Zeit, als wir erwartet hatten, da ich mich in Cape Girardeau verfuhr. Die Stadt war größer als Drisking und die Straßen schienen ohne jegliche Planung und Logik zu verlaufen. Als wir das Golden Elm erreichten, blieben uns nur noch 20 Minuten der Besuchszeit. Wir sind gekommen, um Mr. Thomas Prescott zu besuchen, erklärte Kimber der Schwester am Empfang. Wir überließen ihr das Reden, da sie eine Art harmlosen und altmodischen Charme besaß, mit welchem sie jede Person in gute Stimmung versetzen konnte. Den alten Tom? Der hat ja schon seit Weihnachten, als sein Sohn herkam, keinen Besuch mehr gehabt. Füllt das Besucherformular aus und nehmt euch einen Gästeaufkleber. Ihr gehört also zur Familie? Wisst ihr, in welchem Raum ihr ihn findet? Fragte die Schwester und hob eine Augenbraue. Tut mir leid, das wissen wir nicht. Meine Mutter hat mich beauftragt, meinen Großonkel zu besuchen, während sie im Ausland bei den Ärzten ohne Grenzen ist. Ich hätte gerne mehr Informationen von ihr bekommen, aber sie hat nur eine begrenzte Anzahl an Minuten zum Telefonieren, wissen Sie? Oh, natürlich, mein Liebes. Ich hole euch sofort jemanden, der euch zu ihm führt. Ein Pfleger führte uns zu Tom Prescotts Zimmer, welches wir jedoch leer vorfanden. Er zeigte den Gang hinunter und sagte... Er liest gerne im Wintergarten. Wir begaben uns in den Raum am Ende des Flures und fanden dort einen alten, dürren Mann, welcher sich selbst etwas zuflüsterte, auf einem einsamen Platz sitzen. Vor ihm befand sich ein Tisch, auf welchem er Schachfiguren über ein Brett bewegte. Tom Prescott? Er sah nicht zu uns auf und ich wunderte mich, ob er uns überhaupt gehört hatte. Kimber holte Luft, um es ein weiteres Mal zu versuchen. Da ließ er plötzlich seine Faust auf die Tischplatte knallen. Der bin ich, Gottverdammt! Ich bin Mr. Thomas Prescott! Nennt mich nicht Tom! Kinder haben schon mal mehr Respekt besessen! Es tut mir sehr leid, Sir, antwortete Kimber behutsam, als sie auf dem gegenüberliegenden Stuhl Platz nahm. Ihr Kinder habt keinen Respekt! Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Es ist mein Sohn, der dafür verantwortlich ist. Des Jungens Mutter hätte ihn besser auspeitschen sollen. Aber sie war so verweichlicht und jetzt läuft er durch meine Stadt und verbreitet seine Vulgarität und Respektlosigkeit.
Wir bitten vielmals um Verzeihung, Mr. Prescott. Wir wollten auf keinen Fall respektlos erscheinen. Wir bewundern Sie sehr. Sie sind der Mann, der unsere Stadt so großartig gemacht hat, wie sie heute ist. Jeder erinnert sich daran. Die Stadt litt unter den Umständen und stand kurz vor dem Aussterben. Und Sie haben es verhindert. Wir wissen das. Ich habe getan, was getan werden musste. Es war meine Stadt. Das ist sie noch immer. Wer bist du, Mädchen, dass du hierher kommst und das Gegenteil behauptest? Nein, das habe ich nicht gesagt. Kimber wechselte die Taktik. Und zur Frage, wer wir sind. Wir sind die Kinder von Mira McCaskey. Erinnern Sie sich an die McCaskeys? Also bist du Aidas Enkeltochter. Das erklärt, warum du nicht da bist. Wir sind gerade genau hier, Mr. Prescott. Du weißt, was ich meine, junge Dame. Sie alle wissen es. Sie wissen, dass ich die Stadt gerettet habe. Dass es meine Stadt ist. Natürlich ließen sie mich tun und lassen, was ich wollte, solange nur das Geld floss. Deshalb ist es meine Stadt. Fließt das Geld noch? Nun, du bist ja hier, nicht? Es hat ihnen nicht gefallen, aber sie haben das Geld angenommen. Sie wussten es ja nicht. Nicht alles. Nicht alles. Aber einiges haben sie vermutet. Und es muss für sie okay gewesen sein. Denn sie wählten Clary jedes Mal aufs Neue und nahmen immer wieder das Geld entgegen. Prescott nahm einen Bauer in die Hand und ließ seinen Finger darüber gleiten, während er fortfuhr. Es ist bloß ein Pulver, wisst ihr? So bescheiden. Ein feines, zartes Pulver. Das Pulver weiß nicht, was es ist. Es weiß nicht, dass es schlecht ist. Die Leute sagen, dass es schlecht sei. Aber es musste getan werden. Das weißt du, Aida. Du weißt, dass wir es tun mussten. Ich weiß. Ich weiß, dass wir es tun mussten. Aber es geht um deinen Sohn. Ich glaube nicht, dass er es richtig macht. Ach, natürlich macht er das nicht! Der alte Prescott ließ erneut seine Faust auf den Tisch niederfahren und zwei Türme fielen zu Boden. Sie haben mir gehört. Er hat sie mir genommen. Er dachte, er könne es besser. Aber er hat sie mir einfach genommen und mein Erbe ruiniert. Jahrzehnte meiner Arbeit. Und jetzt wird alles vom Pulver beherrscht. Das ist der Staub eines zerfallenen Imperiums. Was ist mit den Skinned Men? Platzte es mir vom Moment erfasst heraus. Über was redest du da, Junge? Und das Baumhaus? Der Drillingsbaum? Was ist das? Wozu ist er da? Drillingsbaum? Das habe ich nicht genehmigt. Wir haben den dreifachen Preis bezahlt. Aber das war nur für eine kurze Zeit, in welcher das Geschäft zäh lief. Wir haben aber niemals das Dreifache verlangt. Das wäre ein mieses Geschäft. Wo ist Borat? Hat mein schwachköpfiger Sohn euch das erzählt? Hat er euch das Dreifache für sie geboten? Er ruiniert meine Stadt, nicht wahr? Gottverdammt, Jimmy! Holt ihn mir her! Aida, hol mir den Jungen ans Telefon. Sag Jimmy, dass ich mit ihm sprechen möchte. Sag ihm, dass sie immer noch mir gehören. Aida, hol mir Jimmy ans Telefon. Kimber sprang zurück und Kyle schob sie beschützend hinter sich, als der alte Mann sich plötzlich erhob, groß und imposant. Wir zogen uns zur Tür zurück, als der Pfleger den Raum mit einem missbilligenden Blick betrat und uns hinausscheuchte. Noch lange nachdem wir wieder im Eingangsbereich waren, konnten wir Tom Prescott nach seinem Sohn schreien hören. Jimmy! Du ruinierst nicht meine Stadt! Jimmy! Wo bist du? Die Heimfahrt war ruhig. Ich versuchte, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Die Skinned Man, der Drillingsbaum, der glänzende Mann, das Pulver.
Diese Dinge schienen alle blindlings aus der Luft gegriffen worden zu sein. Zufällig und bedeutungslos. Der Schleier über meinen Augen war dick und wog schwer. Doch ich fühlte mich Boraska näher denn je. Ich konnte spüren, wie es mich allumfassend umgab. Doch ich konnte es nicht sehen. Ich konnte es schon fast berühren, aber dennoch nicht begreifen. Plötzlich fiel mir auf, dass Kyle an den Straßenrand fuhr und das Auto anhielt. Ich riss mich von meinen Gedanken los. Er zog die Handbremse und drehte sich nach hinten zu mir um. Geht es bei all dem wirklich um Whitney, Sam? Ja, Kimber sah uns mit besorgten Augen an. Wie kommst du darauf? Die Polizei, ich meine, sogar dein Vater hat bestätigt, dass Whitney davongelaufen ist. Ich glaube ihnen nicht. Schau mal, Sam, wir scheinen hier sehr tief in irgendwas hineinzugeraten und ich bin bereit, dir bei jedem Schritt zu folgen. Aber ich muss sicher gehen, dass es einen guten Grund dafür gibt, auch Kimber mit hineinzuziehen. Ich muss einfach sicher gehen, dass es dir aus den richtigen Gründen wichtig ist und dass es nicht einfach nur eine Besessenheit ist. Ich schaute aus dem Fenster und erkannte, dass er nahe der Abzweigung zum Westrand Prescott Erzpfad angehalten hatte. Er hatte jedes Recht dazu, besorgt zu sein und Kimber beschützen zu wollen. Kyle vermutete es, ebenso wie ich. Das Pulver. Wenn Boraska wirklich den massenhaften Transport und Handel mit Drogen involvierte, wollte ich dann wirklich meine Freunde noch weiter mit hineinziehen? Dies war nicht ihr Kampf. Ich liebte die beiden. Konnte ich also ihre Sicherheit wirklich für meine persönliche Neugierde und Vergeltung riskieren? Doch so sehr ich auch wünschte, sie gehen zu lassen, so sicher wusste ich auch, dass ich sie brauchte. Ich muss wissen, was Whitney wirklich widerfahren ist. Kyle drehte sich ohne ein Wort wieder nach vorn und Kimber nahm meine Hand. Ich zog sie weg und verschränkte die Arme, doch entschuldigte mich sofort. Kimber lächelte versöhnlich. Sam. Er wurde durch den schrillen Klingelton von Kimbers Telefon unterbrochen. Sie kramte danach, um es zum Schweigen zu bringen. Doch als sie den Namen auf dem Bildschirm las, nahm sie den Anruf schnell entgegen. Dad? Was? Warte, wie meinst du das? Dad? Nein, warte. Langsamer. Hallo? Sie nahm das Telefon vom Ohr. Etwas ist meiner Mutter zugestoßen und sie ist im Krankenhaus. Tränen sammelten sich in Kimbers sanften grünen Augen. Kyle legte den Gang ein und fuhr mit quietschenden Reifen auf die Straße. Wir brachten die Strecke zum Krankenhaus von 10 Meilen in etwa genauso vielen Minuten hinter uns, was schon eine kriminell hohe Geschwindigkeit auf einer derartigen Straße bedeutete. Kyle stoppte den Wagen direkt vor dem Noteingang. Kimber und ich rannten hinein. Ein Beamter wartete bereits dort. Er ging nicht auf Kimbers Fragen ein, während er uns zu ihrem Vater führte. Als der Beamte die Türen aufschwingen ließ, sah ich bereits meinen Vater neben dem von Kimber stehen und bereitete mich auf das Schlimmste vor. Kimbers Vater ging mit ihr in die eine Richtung und mein Vater mit mir in die andere. Bevor er auch nur ein Wort sagte, sah ich Kimber in der anderen Ecke des Raumes zusammenbrechen. Ich blickte meinen Vater hilflos an. Er nickte mir mitfühlend zu und umarmte mich. Wir saßen in der Ecke und ich starrte auf meine Hände, während er leise erklärte, wie Mrs. Destau gegen 1 Uhr einkaufen gewesen war. Sie kam nach Hause, packte den Einkauf aus, bereitete 2 Lasagnen und einen Hackbraten zu, packte beides in den Kühlschrank, stieg in ihr Auto, fuhr zum Krankenhaus, parkte im Schatten, nahm die Treppe bis in den 7. Stock auf das Dach und sprang. Sie lebte gerade noch lange genug, um sich beim Arzt zu entschuldigen, welcher sie fand. Ich sah, wie Kimbers Welt in Stücke brach, während der Körper ihrer Mutter in der Leichenhalle unter unseren Füßen langsam auskühlte.